Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist nicht Montag, aber es gibt wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Ein heimatliches Morden im Norden. Normalerweise übersetze ich ja montags ein Video der fabelhaften Bailey Sarian aus ihrer Reihe Murder Mystery im Make-up Monday. Doch es gibt so viele Fälle, die mich außerdem interessieren. Sodass ich versuchen werde, möglichst jeden Donnerstag ein Morden im Norden rauszubringen. Also, falls du neu hier bist und interessiert bist an wahren Verbrechen und Make-up, abonniere gern meinen Kanal. Ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Heute geht es um Thomas Holst, dem Heidemörder, einem Serienmörder aus Hamburg. Jo, sowas haben wir hier scheinbar auch. Ich muss gestehen, dass ich damals davon gar nichts mitbekommen habe. Also lass uns mal zusammen in die Geschichte springen. Ich habe das gestern alles recherchiert und ich habe echt beschissen geschlafen. Also ich hatte echt seit langem mal wieder eine richtig furchtbare Nacht. Ich bin nicht in den Schlaf gekommen. Ich habe blöde Sachen geträumt. Also, eine Warnung. Auf jeden Fall brauchen wir eine Warnung. Warnung. Dieser Fall ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es gibt grafische Details vom Tathergang und es gibt manche sehr aufregbare Äußerungen. Fühl dich einfach gewarnt. Und über meine neue Haarfarbe, ne? Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Und ich weiß nicht, ob da nicht doch noch ein Grünstich dran ist. Okay, Thomas Holst, Heidemörder, Serienkiller aus Hamburg. Thomas Holst wurde am 18. Februar 1964 in Hamburg geboren. Über seine Kindheit ist nicht allzu viel bekannt. Seine Mutter war sich mit seiner Erziehung allerdings ein bisschen unsicher. Sie sagte, ich dachte, man bekommt vom Kind die Gefühle zurück oder das zurück, was man in das Kind investiert. Und das ist anders, als in den Büchern war. Und als Thomas so im Alter von 6 Jahren ein eher auffälliges Verhalten an den Tag legte, wies seine Mutter ihn in die psychosomatische Klinik im Rotenburgsort, also einem Kinderklinikum, wies sie ihn ein oder ließ ihn einweisen. Dort wurde bei ihm eine neurotische Störung diagnostiziert. Er hat wohl mal eine Hirnschädigung erlitten. Sein Verhalten wurde dann mit Psychopharmaka behandelt. Diese Therapie führte seine Mutter fort und die Ärzte rieten ihr sogar zu einer Zwangsjacke für den kleinen Thomas. Wie genau sein Verhalten sich äußerte, ist mir nicht bekannt. Aber der Little muss ja die Wände hochgegangen sein. Ja, wir haben hier einen unkontrollierbaren 6-jährigen Knirps. Bitte mal die Beruhigungsmittel und die Zwangsjacke. Johnny, Code Red. Nach der Pubertät wurde Thomas wohl etwas ruhiger. Er besuchte eine Fachhochschule für Grafikdesign, machte sein Fachabitur und begann eine Lehre als Werbefachmann. Den Wehrdienst hatte er wohl verweigert, dafür leistete er aber den Zivildienst ab. Er lebte im Stadtteil Blankenese und arbeitete als Grafikdesigner. In einem späteren Interview sagte selbst sein Anwalt, dass Thomas wie ein höflicher, sympathischer Typ wirkt. Eine Art Schwiegermuttersliebling. Ein Typ, mit dem man gerne mal ein Bier zischen geht. Mädels steht lieber weiterhin auf Bad Boys. Die Psychos sind immer die, die viel zu nett wirken. Warum ist das so? Jungs, falls ihr euch fragt, warum die Frauen auf die vermeintlichen Bad Boys stehen und die lieben, netten Typen links liegen lassen, weil sie Psychos sind. Wir wollen nur vorsichtig sein. Ende 1986 oder Anfang 1987 geht Thomas wohl das erste Mal einen Schritt zu weit. Er ist da ungefähr 22, 23 Jahre alt. Thomas ist auf der Suche nach seinem ersten Opfer. Bewaffnet mit einem Messer. Zu allem bereit, was er sich in seiner Fantasie ausgemalt hat. Leider wird er fündig. Er sieht ein junges Mädchen, eine 19-jährige Gymnasiastin. Er geht auf sie zu, packt sie, würgt sie und zwingt sie in einen Hausflur. In seinen Hausflur. Rauf zu seiner Wohnung. In seiner Wohnung vergeht er sich an dem Mädchen. In ihrer Todesangst ließ sie natürlich alles über sich ergehen und versuchte ihm gut zuzureden. Vielleicht sogar, dass es ihr gefallen hätte. Sie beteuert, nichts jemandem zu erzählen. Sie würde niemals was verraten, wenn er sie nur gehen lässt. Sie sagt alles, was nötig ist, um lebend aus dieser Situation herauszukommen. Ein schlaues Mädchen, das viel Glück hat. Sie sagt in dieser Situation bei diesem Täter genau das Richtige. Und Thomas ließ sie tatsächlich gehen. Vielleicht wäre es an einem anderen Tag bei einem anderen Täter
nicht so glimpflich für sie ausgegangen. Sie hatte wirklich großes Glück, dass er sie gehen ließ. Sie zeigte ihn aber Gott sei Dank an. Nun, die Mühlen mahlen langsam und Ermittlungen brauchen manchmal länger, als uns lieb wäre, sodass Thomas die Möglichkeit hatte, leider sein zweites Opfer auszumachen. Am 25. November 1987 will die 21-jährige Studentin Andrea Grube-Nagel vom S-Bahnhof Rissen zu ihrem Elternhaus gehen. Thomas sieht sie, fährt an ihr vorbei, wendet, hält auf der anderen Straßenseite in einem Steinweg, nimmt sich sein Messer und geht auf sie zu. Er bedroht sie mit dem Messer und sagt, das ist ein Überfall, komm bitte mit. Er zwingt sie in sein Auto und fährt mit ihr wieder in seine Wohnung. Laut Thomas sei es dann folgendermaßen abgelaufen. Er hätte ihr dort gesagt, dass er vorhat, ihren Vater zu erpressen. Lösegeld. Dabei tigerte er von einem Zimmer ins andere und war sich unschlüssig, wie er jetzt weiter vorgehen sollte. Darauf hätte Andrea gefragt, was er eigentlich vorhätte, ob er mit ihr schlafen wollen würde. Daraufhin sagte er ja. Klar, du wirst entführt mit einem Messer und fragst dann, willst du mit mir schlafen? Er hätte ihr dann freundlicherweise beim Ausziehen geholfen. Er sei dann mit ihr ins Schlafzimmer gegangen, wo sie sich freiwillig aufs Bett gelegt hätte. Er hätte eine Kerze geholt, ein Rosé und zwei Gläser. Beide hätten den Wein getrunken und klassische Musik über seinen Radiowecker gehört. Dann hätten sie einvernehmlich Sex gehabt. In seinem wirren Kopf hatte er aus einer genötigten Entführung mit Vergewaltigung ein romantisches Abenteuer gezimmert. Nachdem er sie vergewaltigt hatte, haderte er mit seinen Gefühlen. Er konnte dem Drang zu morden nicht widerstehen. Er habe sich nach der Vergewaltigung aufs Bett gekniet, ihr übers Haar gestreichelt, sie auf Wange und Stirn geküsst, Tschüss gesagt und sie dann erdrosselt. Schlichtweg ist es aber so, dass Andrea mit Waffengewalt in seine Wohnung entführt hat, sie dort vergewaltigte, verstümmelt hat und dann erdrosselte. Ihr schlimm zugerichteter Körper wurde 2 Tage später von 2 Bauarbeitern in einem Gebüsch in Kaltenkirchen aufgefunden. Dann endlich, im Januar 1988, steht Thomas vor Gericht. Ja, die Ermittlungen zu der Vergewaltigung der 19-jährigen Gymnasiastin haben zum Erfolg geführt. Aber Thomas zeigte sich vor Gericht von seiner besten Seite. Er war höflich, zurückhaltend. Niemand ahnte etwas davon, dass er ein paar Monate vorher Andrea umgebracht hat. Thomas wurde tatsächlich verurteilt für Freiheitsberaubung, Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung. Du merkst schon, dass ein Anklagepunkt fehlt. Hm? Ich will nicht, dass du dich aufregst. Aber die Vergewaltigungsvorwürfe wurden fallen gelassen. Warum? Nun, die Antwort ist ekelhaft, widerwärtig, einfach nur beschämend. Dabei bekomme ich das kalte Kotzen. Es tut mir leid. Ich blende am besten hier mal eine Zeit ein, irgendwie hier unten, auf die du dann vorspulen kannst, damit du das überspringst. Jetzt die Begründung. Laut dem Richter war das Mädchen zuerst gezwungen, genötigt und verletzt worden. Letztlich wäre es aber dann doch damit einverstanden, was Thomas ihr sexuell angetan hat. Was? Was zur Hölle geht in diesem Richter vor? Ich schwanke zwischen, ey, ich hoffe, das passiert nie, deiner Mutter, deiner Tante, deiner Tochter, deiner Schwester, keine Ahnung. Und zwischen, hey, wie wär's denn, wenn du mal in den Knast eingesperrt wirst, wo ein paar harte Knackis sitzen, die schon lange keinen süßen Arsch mehr gesehen haben, die dich ein bisschen quälen, vielleicht auch mit Mord drohen und dich vergewaltigen? Ich meine, ja, vielleicht gefällt es dir erstmal nicht, aber so nach dem 3. Mal, da wird es dir ja wohl gefallen haben. Ich könnte mich so aufregen. Das ärgert mich schwarz, solche Aussagen. Ja, also zunächst wurdest du zwar bedroht, aber dann hattest du doch bestimmt Spaß, oder? Ekelhaft. Ekelhaft. Und das ist nochmal eine zusätzliche Klatsche für das Opfer. In so einer Situation sagt man doch alles. Alles, was nötig ist, um irgendwie da heil rauszukommen. Sofern man nicht in eine Schockstarre fällt. Also das gibt's ja auch. Du wirst angegriffen und bist starr vor Angst. Dass du da nichts sagst, ist ja auch klar. Ich könnte wirklich durchatmen. Beruhige dich. Ich meine, zu dieser Zeit war es ja auch noch so, dass wenn du vergewaltigt wurdest und nicht laut Nein geschrien hast und dich
gewehrt hast, also mit möglichst viel Kraft, dann war es keine Vergewaltigung. Weil wie soll denn ein Vergewaltiger wissen, dass du nicht vergewaltigt werden willst, wenn du nicht laut Nein sagst? Wobei wohl auch die Chancen steigen, erdrosselt zu werden, wenn du dich wehrst und halt rumschreist. Vielleicht. Gut, dann ist der vielleicht wegen Mord dran. Aber davon hast du ja nichts. Du bist ja dein Tod. Vergewaltige einfach niemanden. Okay, ich bin wieder cool. Willkommen zurück an die Geskippten. Gut, dass ihr geskippt habt. Ich. Also, Thomas wurde ja verurteilt. Aber zu was? Waren die Frauen sicher vor ihm? Konnten sie aufatmen? Nein, natürlich nicht. Thomas bekam 18 Monate auf Bewährung. Bewährung. Anderthalb Jahre Bewährung. Er ist quasi frei. Das ist doch keine Bestrafung dafür, dass du jemanden mit einem Messer bedrohst, vergewaltigst, nötigst, entführst. Sie wussten aber auch noch nicht davon, dass dieser höfliche, zurückhaltende, nette Typ ein Mörder war. Sie haben das Monster in ihm nicht gesehen. Das zeigte er nur den Frauen. Nur einen Monat nach seiner Verurteilung, am 11. Februar 1988, in Hamburg-Rahlstedt und Petra Maaßen aus ihrer Stammkneipe. Petra ist eine 28-jährige Mutter von 3 Kindern und Hausfrau. Die Gaststätte ist nur 400 Meter von Petras Zuhause entfernt und sie wollte die Strecke wie immer zu Fuß gehen. Wie immer sollte nichts passieren. Wäre es wohl auch nicht. Wäre Thomas nicht auf Bewährung gewesen. Doch das ist er. Und er fährt an Petra vorbei. Dann hält er neben Petra an und fragt sie, wo die nächste Polizeistation wäre. Danach hätte es sich angeboten, dass er sie das Stück nach Hause fährt. Und sie wäre begeistert gewesen. Es wäre toll und nett gewesen. Super. Was für eine Gelegenheit. Natürlich. Und sie wäre freiwillig zu ihm ins Auto gestiegen. Das ist das, was Thomas sagt. Außerdem sagte er, dass sie etwas angedüdelt war. Angeschwipst. Aber er fährt Petra nicht nach Hause. Er nimmt sie mit in seine Wohnung. Und er sagt, erst da sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Eine Rangelei, einen Ringkampf. Sie hätten gekämpft. Petra sei ausgeflippt. So, dass er sie knebeln und fesseln musste. Hier nochmal eine kurze Warnung. Jetzt kommen furchtbare Details. Er hat ihr dann die Kleider vom Leib geschnitten, hat sie nackt, breitbeinig an sein Bettgestell gefesselt. Er hat ihr dann den Mund zugeklebt und angefangen, sie zu quälen. Zuerst vergewaltigte er sie, dann traktierte er ihre Brust. Er stach mit einer Nadel zu, verbrannte ihr die Haut um den Nabel herum mit einer Zigarette. Er schneidet ihr fast eine Brustwarze ab und erwürgt sie. Das ist wirklich harter Tobak. Am nächsten Tag wurde Petra tot, nackt und gefesselt auf einem Acker gefunden. Auch für diejenigen, die sie gefunden haben, muss es furchtbar schrecklich gewesen sein. Wird man diese Bilder jemals wieder los? Auch da fanden die Ermittler nicht so viele Spuren. Sie fanden zwar Spermaspuren und haben diese auch gesichert, aber DNA war zu dieser Zeit noch nicht so relevant. Man konnte damit noch nicht so viel anfangen. Schlaue Menschen, die entschieden haben, diese Spuren trotzdem sicherzustellen und aufzuheben, weil nur weil du jetzt damit nichts anfangen kannst, heißt es nicht, dass du später nicht damit anfangen kannst. Sehr, sehr gut. Also Petra wurde zwar aufgefunden, aber man hatte leider keinen Tatverdächtigen. Derweil zieht Thomas mit seiner Freundin in die Nordheide. Der Typ hat eine Freundin. Jesus, da werde ich christlich. Am 27. November 1989 verpasst die 22-jährige Kosmetikschülerin Laura Holst leider ihre Bahn. Was Thomas leider bemerkt und ihr freundlicherweise eine Mitfahrgelegenheit anbietet. Leider wirkt dieses Monster ja sehr nett und freundlich, sodass Lara wohl tatsächlich freiwillig zu ihm ins Auto steigt. Hierzu verriet Thomas keine Einzelheiten. Er gestand zwar, ja, ich habe sie umgebracht, aber an Einzelheiten kann ich mich gar nicht erinnern. Lara fand man erst 5 Tage später in der Lurheide, wodurch auch Thomas seinen Beiname der Heidemörder stammt. Erst nach dem 3. Mord geriet Thomas endlich ins Visier der Ermittler. Der Fall von Lara, ihr grausam zugerichteter Körper, erinnert die Polizei an einen Fall in Hamburg.
Durch seinen Übergriff an der 19-jährigen Gymnasiastin wurde er, obwohl er nicht dafür verurteilt wurde, trotzdem in die Kartei der Sexualverbrecher aufgenommen. Immerhin. Dadurch fanden sie die Spur zu ihm. Dadurch konnten sie diesen Fall miteinander verknüpfen und stießen halt auf Thomas. Sie verhafteten Thomas am 24. Dezember 1990 und durchsuchten auch seine Wohnung. Sie sicherten 1500 Spuren, wobei die Spur 456a die ausschlaggebende war. Ein paar Fasern einer Hundedecke, die identisch mit den Spuren an Lara waren. Er hatte ja zuerst gestanden, Lara getötet zu haben. Dieses Geständnis zog er aber zurück und sagte während der Verhandlung kein Wort. So blieb der Hergang und das Motiv der Tat leider unklar. Ich kann mir vorstellen, dass es leider genauso wie bei den anderen Fällen war. Der psychologische Sachverständige in diesem Prozess, Professor Horn, vermutete bei Thomas eine narzisstische Selbstwertkrise als Motiv. Ich kriege auch gleich eine Krise. Er stand jetzt auch nur für den Mord an Lara vor Gericht. Das Landgericht Stade verurteilte ihn auch dafür, allerdings verurteilten sie ihn schließlich nur wegen Totschlags und wiederum auch nur wegen Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und 6 Monaten. Reg dich nicht auf, wir sind längst noch nicht am Ende und erstmal sitzt er sicher hinter Gitter. Am 8. Januar 1993 begann der Mordprozess gegen Thomas für die Morde an Petra und Andrea. Wieder erstellte dieser Professor Horn das Gutachten für Thomas. Thomas wollte denn, wenn er überhaupt etwas sagen sollte, nur mit dem Professor Horn sprechen. Aber auch diesen ließ er erstmal am ausgestreckten Arm verhungern und ließ ihn quasi hinter sich herlaufen. Man weiß nicht recht, ob es eine Taktik war, ihn zu manipulieren, ihn irgendwie für sich zu gewinnen, oder ob er sich tatsächlich für seine Taten schämte. Der Richter sagte, dass das schon möglich sein könnte. Ich weiß nicht, ob dieser Mann fähig ist, sich dafür zu schämen. Nun, als Thomas endlich mit dem Professor Horn sprach und ihm seine Sicht der Dinge erklärte, fügte er auch immer kleine Bemerkungen ein. Als er anfing, von dem Tathergang bei Andrea zu erzählen und sagte, das ist ein Überfall, komm bitte mit, unterbrach er sich selber in seinem Ablauf und sagte, ich war schweinenett zu den Frauen. Als er an dem Punkt war, wo Andrea angeblich gefragt hätte, was er vorhat, ob er mit ihr schlafen möchte und er ja gesagt hat, unterbrach er sich wieder. Ich war schweinenett zu der Frau, wie ich normal bin zu Frauen. Das ist ein bisschen komisch. Also ja, der Typ ist halt komisch, was erwartest du hier? Ich auch nicht. Jedoch glaubte das Gericht Hamburg nicht an die Geschichte von Thomas. Sie waren fest davon überzeugt, dass er die Geschichte mehr als geschönt hätte. Die Erzählung, von wem er sei, von Raum zu Raum gegangen, bevor sie gefragt. Dazu meinte der Richter, dass er das nicht glauben kann, denn die Frau hätte bestimmt jede Chance genutzt, um zu fliehen, wenn sie dann eine Chance gehabt hätte. Er verfügt über erhebliche Kräfte und auch wenn er höflich und freundlich war, habe dies angesichts seines Messers in der Hand nichts bedeutet. Seine Opfer seien ihm hilflos ausgeliefert gewesen und ein freiwilliger Geschlechtsverkehr sei für das Gericht unvorstellbar. Danke, danke schön. Ich hatte schon den Glauben in die Richter 1989, 1993 aufgegeben. Bei seinen Schilderungen zum Tathergang bei Petra, der dreifachen Mutter, fragte ihn der Professor Horn, was er glaubt, was Petra wohl empfunden hätte. Thomas antwortete darauf schlicht, schön war es für sie mit Sicherheit nicht. Ach was, ach was, vergewaltigt und verstümmelt ist nicht schön. Na, herzlichen Glückwunsch, hast einen Preis gewonnen, richtige Antwort. 1993 wurde Thomas für die 2 Morde an Petra und Andrea zu 2x lebenslanger Haft verurteilt. Es wäre toll, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre. Aber du siehst ja, das Video geht noch eine Weile. Der Scheißkerl Thomas ging in Revision vor das verdammte Landgericht in Stade. Das, wo der Richter meinte, die geskippte Stelle. Das Landgericht Stade, ich weiß gar nicht, wie ich es euch sagen soll. Das verdammte Landgericht Stade wandelte Thomas' Strafe um in 14 Jahre Psychiatrie. Sie überwiesen Thomas ins Haus 18, dem Hochsicherheitstrakt
des AK Ochsenzoll, also der Asklepios Klinik Nord. Ein Gutachter kommt dort zu folgendem Urteil. Ich zitiere: Ein in seinen Fähigkeiten verhindertes und deshalb durch Gefühle von Überlastung erkranktes Kind lebt noch heute im Körper des erwachsenen Mannes. Also sein inneres Kind ist traumatisiert und kann mit diversen Gefühlen und Eindrücken und Empfindungen nicht umgehen und hat deshalb den Drang zu entführen, vergewaltigen, zu morden. Falls mir das jemand erklären kann. Ich verlinke mal eine Anlaufstelle für Männer, die mit sowas strugglen, aber kein Täter werden wollen. Da gibt es Therapien für. Thomas widersetzte sich den Therapieversuchen, denn er war schließlich kein gewöhnlicher Mörder. Er selbst diagnostizierte bei sich eine multiple Persönlichkeitsstörung. Nicht er selbst, sondern eine andere Persönlichkeit habe diese Morde begangen. Kein Arzt glaubt ihm. Jedoch gibt es eine Therapeutin, die Verständnis für Thomas hat. Die aus Israel stammende, damals 39-jährige Verhaltenstherapeutin Tamar Segal. Sie glaubt Thomas, verliebt sich und verfällt ihm regelrecht. Erinnert mich ein bisschen an Joker. Oder? Harley Quinn, Therapeutin, der Joker, ein bisschen. Gut. Am 27. September 1995 verhilft sie Thomas zur Flucht. Sie hilft ihm dabei, über das Dach der Turnhalle von diesem Krankenhaus zu entkommen. Man kann da nicht einfach so ausbrechen. Das ist tatsächlich ein Hochsicherheitstrakt. Man braucht schon Hilfe von außen. Eine Großfahndung nach Thomas läuft natürlich. Alle suchen nach ihm. Jeder will den Spinner fangen. Der Verdacht auf Tamar verhärtet sich, als sie 250.000 D-Mark von ihrem Konto abhebt. Sie wird verhaftet und zu dieser Verhaftung wird ein Großaufgebot der Presse eingeladen. Nicht ohne Grund, denn eine Polizeipsychologin sagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir seine Helferin verhaften und er das mitbekommt, wird er sich selbst stellen. Nun hatte er aber schon über einen Mittelsmann diese 250.000 D-Mark erhalten. Also, flieht er mit der Kohle oder stellt er sich? 3, 2, 1. Nur einen Tag später nahm Thomas eine Handvoll Baldrian-Tabletten, bevor er sich am 31. Dezember 1995 freiwillig auf der Polizeiwache 31 in Hohenfelde stellt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er macht sich mit der Kohle aus dem Staub. Aber nein. Tamar wurde wegen Beihilfe zur Flucht zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt und ihr wurde die Zulassung entzogen. Sie lebte seitdem mittellos in Hamburg. Im Januar 1997 heiraten Thomas und Tamar im Gefängnis. Kannst du das glauben? 2003 klagt Thomas auf Vollzug der Ehe, um seine Frau Tamar öfter sehen zu können. Dies wird ihm verweigert. Seitdem ist es eher still um den Heidemörder geworden. Der Ehemann, also der Witwer von Petra, gab später mal ein Interview, wie es für ihn ist als Hinterbliebener. Als er das Gefühl hatte, endlich zur Ruhe zu kommen, seinen Frieden zu finden, wurde er immer wieder damit konfrontiert. Einmal sah er Tamar im Fernsehen bei Schreinemakers TV, die dort erzählte, was für ein toller, kreativer, liebenswerter Mann ihr Tommy doch sei. Peter, der Witwer von Petra, sei in diesem Moment speiübel geworden. Zu Recht. Der Mörder seiner Frau wird von einer sogenannten Verhaltenstherapeutin himmelhoch jauchzend gelobt. Peter Maaßen griff zum Telefonhörer und lief in dieser Live-Sendung an. Vor einem Millionenpublikum stellte er die Frage, ob sie jemals an die Hinterbliebenen gedacht hatte oder ob sie auch nur einen Gedanken an die Opfer verschwendet hätte. Die Antwort war ein bisschen wirr, also das, was ich dazu finden konnte. Das stereotypische Gerede von der Therapie für Thomas käme schließlich auch den Opfern zugute und dass Rache nicht ihr Ziel sei. Peter antwortet: Ich will keine Rache und Gerechtigkeit kann es nie geben. Peter hatte sogar mal einen Antrag gestellt, Thomas in diesem Hochsicherheitspsychiatriegebäude besuchen zu dürfen, um ihn zu fragen, ob er jemals an die Hinterbliebenen gedacht hat, ob er wusste, dass Petra Mutter ist, Ehefrau, Tochter, dass sie Familie hat. Er wollte ihm dabei in die Augen sehen. Er hatte auf eine menschliche Regung gehofft.
Doch als er mit seiner neuen Frau vor Ort war, wurde ihm der Zugang verwehrt. Es hieß, er könnte Thomas nicht sehen, weil er eine Gefahr für ihn darstellt. Er, der Hinterbliebene, das Opfer, stellt eine Gefahr für den Mörder dar. Für die Kinder von Petra war es natürlich auch furchtbar. Eine Therapeutin sagte zu den Mädchen, und das ist jetzt auch wieder so eine Sache, die einfach nur saudämlich ist, sie hat halt versucht, den Kindern das zu erklären. Und dabei sagte sie, der Thomas, der hat eure Mama so lieb gehabt, dass er sie gar nicht mehr gehen lassen wollte. Das logische Fazit für die Mädchen war, wenn du überleben willst, darf dich niemand lieb haben. Der Sohn hörte von einem Spielkameraden, dass Thomas Holst die Rechte seiner Geschichte, die Geschichte vieler Menschen, vieler Opfer, an Hollywood verkauft hätte. Für 1 Million D-Mark. Daraus zog der Sohn, okay, ich muss also nur 3 Frauen töten und dann bin ich Millionär. Das war kindliche Logik. Die Kinder waren noch nicht so alt, ich glaube 9 und 11 Jahre alt, also alle so zwischen 8 und 11 Jahren zu dem Zeitpunkt. Ja, das war der furchtbar verstörende Fall von dem Serienmörder Thomas Holst aus Hamburg. Das ist der Look, für den ich mich entschieden hatte. Ich wollte es ein bisschen golden haben und ein bisschen strahlen und ein bisschen bling-bling, weil ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollte. Denn jetzt kommen wir zu dem Fazit aus dieser Geschichte und das, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen sollten. Einerseits, dass man nicht wirklich jemandem vertrauen kann, denn die Bad Boys stellen viel Scheiße an und können dich mit in die Scheiße reiten. Die netten Jungs können Serienkiller sein. Also, was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Allerdings, was hier wirklich sehr deutlich geworden ist. Egal, ob du nur ein kurzes Stück zu Fuß laufen willst, hab dein Handy dabei. Schick deinen Eltern, deinem Partner, Freunden, irgendjemanden deinen Live-Standort über WhatsApp. Und nicht nur für 15 Minuten oder eine Stunde, sondern für 8 Stunden. Auch wenn du nur 5 Minuten unterwegs bist. Wenn du von einem Bahnhof alleine nach Hause laufen willst, ruf jemanden an. Wenn du nicht weißt, wen, es gibt eine Hotline, die dich begleitet. Das kann zwar nicht verhindern, dass dir vielleicht etwas passiert, aber du kannst immer noch das Autokennzeichen oder eine Beschreibung durchs Telefon brüllen und die Person weiß deinen aktuellen Standort. Falls du lebensmüde bist und denkst dir, ja, was für ein süßer Typ, da steige ich ins Auto. Cutie! Und du merkst, oh shit, der fährt mich nicht nach Hause. Ich habe Scheiße gebaut. Fuck, wäre ich mal lieber nicht eingestiegen. Aber du nun schon in der Scheiße sitzt, reißt die Haare raus und versuchst sie irgendwie im Auto zu verteilen. Verteil deine Spuren. Wenn du merkst, da ist kein Ausweg, keine Chance, das wird's jetzt, egal wie, auf jeden Fall wird's Scheiße enden, kratz ihm die Scheiße aus dem Leib. Mit aller Kraft kratz ihm den Scheiße aus dem Leib. Versuch so viele Spuren zu sichern unter deinen verdammten Fingernägeln wie möglich, damit irgendwie die Spur zu diesem Täter führt. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber irgendwann ganz sicher. Ich hoffe sehr für jeden, dass niemand von uns in diese Situation gerät. Pass aber trotzdem auf dich auf. Die Tage sind jetzt wieder kürzer, es ist länger dunkel draußen. Lauf nicht direkt mit dem Handy vor der Nase rum, also sture Reiter, sondern guck dir dein Umfeld an. Guck, was um dich herum passiert. Geh nicht so dicht an der Straße, vielleicht hältst du ein bisschen Abstand dazu. Man muss selber auf sich aufpassen, es tut kein anderer. Verschick deinen Standort und telefonier. Du kannst zum Beispiel Heimwegtelefon anrufen. Die findest du auch unter der Seite heimwegtelefon.net und unter der Telefonnummer 030 120 74 182. Speicher dir die Nummer einfach mal ab. Sicher ist sicher. Die sind von Sonntag bis Donnerstag, glaube ich, von 20 bis 24 Uhr und am Wochenende von 22 bis 3 Uhr für dich da. Diese Infos findest du aber auch auf der Homepage, klick kurz drauf, sie ist unten verlinkt. Es gibt dir einfach ein sichereres Gefühl. Okay, ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Pass auf dich auf, triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir was. Ach so, ein kleiner Spoiler. Nächsten Montag geht es wieder um einen Deutschen. Um einen deutschen Kannibalen. Schon wieder, ich weiß, es ist jetzt schon der dritte, ich werde irre, was ist denn los? Es geht um Armin Meiwes.
Wir sind gespannt. Okay, ich kenne die Geschichte schon, aber wir sind trotzdem gespannt. Wir freuen uns drauf. Und jetzt nochmal, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir.